Ein und ich würde mal. Was war das? Was war das? Hey Leute, ich bin Chaos 40 und willkommen heute zu Minecraft Freunde versus Freunde.exebase im Tsunami. Juhu. Mit Easy. Die hat schon Tsunami-Geräusche gemacht. Ja. Sandy, hör doch mal auf. Leute, willkommen zurück zu Minecraft Tsunami. Ist ein Weilchen her, glaube ich, seitdem wir das gespielt haben. Letzte Folge war die erste, wo Sandy dabei war. Yay! Und das war dann die letzte für ein paar Monate. Also, ich hab wohl gehört, liegt's an mir vielleicht? Nee. Sally, du hast es gekonnt, wieder mit mir zu teamen. Yay! Das Gewinnerteam. Und da drüben haben wir... Die Team Loser. Ryan und Easy. Team Easy und Ryan. Wir gewinnen. Das große L von Ryan. Ist euch echt schon aufgefallen, dass ihr alle Y im Namen habt, außer ich? Sandy, Ryan, Easy. Wow. L! Loser! L! Wahrscheinlich für länger haltende Base im Tsunami. Oder für Like. Okay, alles klar, wir haben hier ganz viel Zeug drin. Wir erschaffen heute eine Freunde-Base, Sandy und ich. Minecraft Freunde ist ein Projekt bei mir hier. Da habe ich eine super... Oh, ich weiß schon, was wir bauen, Sandy. Ich verrate es noch nicht, weil sonst wird das vielleicht geklaut. Oh Gott. Und ihr müsst Freunde.exe bauen. Also eine gruselige Version von Minecraft Freunde. Wen oder was ihr baut... Was am gruseligsten ist? Alles klar, okay. Ich hab schon gute Ideen. Alles klar, dann Sandy, macht ihr die Arbeit. Wir haben hier ganz viele Sachen drin. Lass mal die coolste Base der ganzen Welt machen. Und nach 5 Monaten, deswegen kam die Folge so spät, sind wir endlich fertig mit unserer Base. Wir haben 5 Monate an unserer Base gebaut. Deswegen kam kein Tsunami so lang. Oder Ryan? Kam ein Tsunami nach Österreich? Österreich, ja. Oder nach Ryan, wo wohnst du nochmal? Ja, da war bei mir zu Hause. Ryan House! Ja, warte, wir sind fertig. Was hat. Oh mein Gott. Schnecke! Ja! Er hat ja vorhin schon eine Schnecke gefunden und die wollte ihr unbedingt behalten. Ja, das ist. Wow, wie cool! Das ist Liliane. Liliane! Ja. Ryan, hast du ein Haustier? Ja, Liliane, jetzt! Ryan hat. Gib mir Liliane! Oh mein Gott. Sandy in Ruhe. Okay. Alles klar. Wir haben unsere Bases fertig. Oh mein Gott, warum ist euer Base so hoch? Wir haben uns ein bisschen verbaut. Okay. Ich stell keine weiteren Fragen. Habt ihr die ganze Bad Wars Map gebaut, oder? Ja. Leute, bevor wir unsere Base zeigen, erstmals Like lassen für mehr Tsunami. Kommt jetzt wieder jede Woche, ich glaube Sonntag, 12 Uhr. Also ihr könnt euch schon mal drauf freuen hier. Und abonniert mich, abonniert jeden von uns hier. Yay. Dann bekommt ihr rosa Wolle. Yeah, dann schickt euch Easy rosa Wolle per Post. Ja, wow. Ich strecke euch neue Socken. Einfach so an YouTube schicken. Ich will auch neue Socken. Okay, alles klar. Leute, seid ihr ready für hier die legendäre Freunde-Base. Boom. Yay. Kommt mir das bekannt vor? Was ist denn für ein cooles Haus? Ich sag, ich hat sau lang gedauert und ich musste richtig oft auf das Freunde-Modpack starten und auf den Server gehen, aber es ist fertig. Guckt euch gern von allen Seiten an. Du hast dein Haus gebaut. Ja, das ist aber super einfach. Ist nicht unkreativ. Okay, jetzt komm mal rein hier. Ja, deswegen müssen wir diskutieren. Sandy hat innen ein bisschen mitgeholfen. Es ist ein bisschen anders nämlich. Weil es ist richtig cool. Erste Sache ist hier, wir haben zum Beispiel hier in Tsunami andere Blöcke. Also ich habe das hier ein bisschen verbessert sogar. Wir haben aber dieselben Lampen. Wir haben coolere so Holzblöcke. Und wir haben keinen Wasseraufzug. Weil in Tsunami ist es so, Leute, ja. Das Team von uns, das es am längsten überlebt hier, gewinnt heute die Folge. Es kommt Tsunami und welche Base am längsten hält... Oh mein Gott, du hast dich gerade geduckt und der hat sich mitgeduckt. Ja, süß, ne? Alles klar. Und im Wasser stirbt man, ja? Wenn man im Wasser geht... Wir können das ganz kurz... Können wir das eigentlich testen? Guck mal hier. Ach, ist gut gemacht hier. Kann man nicht aus Versehen ins Wasser. Ja, schau mal, wenn man hier reingeht... Wird man gefroren? Easy, komm schnell raus! Easy, wir müssen gewinnen, komm raus! Ich kann nicht! Okay, im Wasser nimmt man quasi Schaden und wenn man im Wasser stirbt, hat man verloren. Oder wenn der Tsunami da ist und man stirbt, dann hat man auch verloren. Es kommt auch später im Tsunami eine ultra verfluchte Unterwasserkreatur, immer eine andere. Und egal, gut, ich nehme jedenfalls mal um hier. Da oben steht noch ein Floh. Mein Superschmelzer. Da oben steht einfach noch ein Floh. Hä? Stimmt. Da. Wo? Ja, da können wir gleich hochgehen. Ach so, ja. Hier ist der Hinterausgang. Sandy war vorhin hier kurz stuck, weil hier eine Slab noch war. Also, ich habe vergessen, die abzubauen. Ja. Hey, was soll das? Lass mich rein. Guten Tag, hallo. Wir hätten hier den Voice-Chat-Mod drauf machen müssen, das wäre so funny gewesen.
Okay, alles klar. Jedenfalls, dieses Erdgeschoss in der Mitte. Ich frag dich, wie kommt man denn dann hoch hier? Ich hab hier nämlich eine neue Technik eingebaut. LOL! Yeah! Was? Oh Gott! Das ist nämlich. Das? Ah, easy! Ja, ja, ja. Hier kommt man nämlich, wird man quasi hochgeworfen. Das ist so ein Lüfter. Eigentlich hat Sandy 90% nur die Schnecke gesucht. Aber dafür. Ich musste mich um die Tiere kümmern, Entschuldigung. Hat Sandy auch Wurschel gefunden. Und wir haben nämlich hier gemacht. Guck mal. Der kleine Wurschel. Wir haben original einen kleinen, putzigen Wurschel. Ja, Sandy ist gefühlt nur so die Tieraufpasserin. Ey, Ryan! Ich will auch ein Haustier. Nein, Ryan! Ich will auch ein Haustier. Nein, lass abhauen. Okay, nimm ihn mit, War ein Wurschel. Das Wurschel. War der. Ey, kommst du nur mies vor den Wurschel zugenommen? Bisschen. Ich hab ihn gut gefüttert. Ja, geil, du feiner Bub bist du. Ja, fein. Oh mein Gott, ich will aufpassen, dass es nicht deine Schnecke ist. Oh Gott, nein! Die verstehen sich gut. Hier bist du sogar original, wie im Original Minecraft freundlich alles. An Merch. Ich habe das hier exakt nachgemacht. Jeder Upload-Plan, wenn ich frage, wann was kommt hier. Ab Juni ist es aber anders. Das ist noch der Mai-Upload-Plan hier. Aber es kommt nach wie vor jeden Freitag verfolgt und Monster Villa. Und genau. Warum ist hier ein Loch im Boden? Spiegelblockt! Ja, da kommst du runter wieder. Spiegelblockt, Nachricht des Tages! Irgendwie will der Speakerblock hier nicht. Ryan, sei du der Speakerblock. Bestellt, warte, Speakerblock sagt, bestellt, sonst frisst euch Ryan. Leute, wenn ihr was haben wollt, hier, wir haben aktuell Timo nur Hacker und Timo nur Dunkeljemand. Oh mein Gott, Ryan, du hast da richtig wie der Speakerblock. Cool. Du musst das so sagen, so. Sperkerblock, bestellt, sonst frisst euch Ryan. So wird der wahrscheinlich aussprechen. Wenn ihr shop.kaufitz.com, hol ich was, ihr unterstützt mich. Ihr unterstützt auch die Schnecke von Sandy, weil die wird gefüttert für jedes T-Shirt, was wir verkaufen. Liane. Mit T-Shirts. Also das ist so ein, das frisst so Stoff, die Schnecke. Also ich muss sagen, unsere Base ist ja schon ein bisschen cooler, das können oder? Wir gleich feststellen. Ja, das werden wir gleich sehen. Wir haben aktuell zu jeder Bestellung, nicht zu der großen, zu jeder Bestellung für kurze Zeit die Supi-Rotogramm-Card, wenn ihr noch eine haben wollt. Gönnt euch das hier. Aber jetzt hier mal hoch, okay? Ich bin gespannt. Was, da oben geht's auch noch? Ja klar, wir können aufs Dach drauf. Ey, was macht das? Ja, man muss hier, wenn der Tsunami kommt. Oh Gott. Jump'n'Run. Sandy, pass auf, wenn du hier raufläufst. Guck mal, Ryan, sogar den Windausrichter. Sandy, pass auf, wenn du hier raufläufst. Oh nein, Sandy, das wird so runterfallen. Irre, die dich runterschubst. Oh nein! Oh mein Gott! Ah, Flo, Alter! Du okay, alles klar, alles klar. Dann lass mal hier frech die nicht normale Freunde, sondern Freunde.exebase anschauen. Boom! Oh mein Gott! Oh ja! Yeah. Oh mein Gott, easy. Heftig. Es ist ein Steuereintreiber. Guck dir mal bitte unsere Base an, wie geil und kreativ die ist, Flo. Es ist ein böser Kanzler. Die sieht ja mega heftig aus. Der sieht doch normal Du hast den Enchant, die goldene Karotte. Hast du mir doch vorhin gegeben. Wie seid ihr denn da alle runtergesprungen? Ein normal einfach. Herr Ryan ist immer auf dem Mund gelandet. Er war voll Damage-Profi. Weniger falsch. Alles klar, easy. Die Bad Wars-Stunden. Haben wir. Oh, warte mal, hier ist eine Brücke. Guck mal, da kann man. So eine Überführung. Okay. Alles klar. Das ist ja cool. Das ist unser Kanzler. Wir haben ihn ein bisschen cursed gemacht, weil wir dachten, das ist eine coole Idee. Ja, ja, ja. Es ist Ben.exe, glaube ich. Hier ist der Eingang. Hast du schon gesehen, ne? Ja, alles klar. Okay, hier gibt man so dann die Steuern ab. Ja, genau. Alles klar. Ich muss mit Beinen jetzt hier so ein bisschen Platz sparen, aber das kennen sie ja. Ja, es geht eigentlich. Es ist besser. Ich meine, man kann es ja nicht auf viele andere Arten bauen, so Figuren oder so. So ist es ja nicht. Und man kann sogar nach hinten schauen bei euch. Ja. Ich meine, bei uns natürlich auch. Bei uns kann man in alle Richtungen schauen. Einen guten Ausblick. Da hat man einen sehr guten Ausblick sogar. Also. Geht so, würde ich sagen. So. Ja, genau, falls man das aber nicht sehen bisschen, will. Aber ein bisschen klein, also die einzelnen. Ja, die guck mal, wer hier oben ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Mama! Lilianes Mama! Hallo, Lilianes Mama! Oh, die hat den Kopf! Oh mein Gott! Die hat Angst vor Liliane? Flo! Ich nehm die mit. Geht das? Was? Das ist meine! Nein. Hey! Die Flo! Hey, lass das! Okay, Spaß hier! Oh Mann! Oh, Schnecke! Oha, ist es gewollt, dass es hier so Gedärme gefühlt sind, oder was soll das sein? Das ist vielleicht eine Kackwurst. Okay, interessante Base auf jeden Fall. Denkst du, es hätte im Tsunami stand, ist hier? Oha! Okay, das ist echt cool gemacht. Ja, das ist nice, oder? Da ist nämlich der Mund unter. Das Gebiss. Ich weiß nicht. Also hier bin ich mir nicht so sicher, weil das Guck mal, das kann Hey! Da kann man auch hier ins Gebiss rein.
Boah, wie cool ist das? Easy, das habt ihr mega gut gemacht. Oha. Danke, Sandy. Hat 5 Monate gedauert. Let's go. Hier hoch. Oh, hier ist noch eine. Hä? Wir haben, glaube ich, lange eine Schneckenplage. Es ist der Papa von Liliane. Liliano. Liliano. Oh, oh. Hört ihr das gerade? Habt ihr das gerade gehört im Hintergrund? Ryan, war das dein Magen? Ah, tut mir leid, ich habe noch nichts gegessen. Hast du Hunger? Wait, man schaut durch die Augen hier raus. Ja, da kann man einmal wieder Kaiser leben. Also ich will euch ja jetzt keine Angst machen. Das sieht nicht warte mal, Sandy, wir haben das Problem, wir müssen schnell rüber. Ja, schnell. Warte mal, der Tsunami kommt. Ja! Der Tsunami kommt. Oh mein Gott, Sandy, schnell. Oh mein Gott. Alter, Base ist ein ganzes Labyrinth hier. Sandy, im Notfall einfach ein Fenster kaputt machen. Nein, auf gar keinen Fall. Sandy. Wait, Sandy hat sogar rausgeschafft. Oh mein Gott, ich parke aus. Ich komme. Oh mein Gott, was für ein Glück, dass ich hier nicht parke. Ja. Sandy, oh Gott, sobald ihr sterbt, seid ihr raus, ne? Ja, also Sandy, du musst jetzt wirklich aufpassen. Geh rein, hier. Ich komm. Sandy, im Notfall deine Blöcke, okay? Komm mal, baue mich hier zu. Hast du Blöcke mit? Ja. Okay, alles klar. Nein, Sandy. Ich bin hysterisch. Okay, Sandy, sobald das Ganze hier... Es gibt mehrere Stufen, Tsunami, okay? Die Base, okay. Je nachdem, wie viel unsere Base aushält, langsam was sich das sickert zu Wasser durch. Du musst aber Wasser zubauen. Und darfst nicht im Wasser stehen, okay? Einfach irgendwo drauf, Unterschlupf nehmen, was auch immer. Lass mal hochgehen. Ich muss aber Liliane und Wuschel retten. Wo ist Liliane? Ja, die ist auch hier. Hier ist sie. Nein, ich hab eine Idee. Okay. Oh mein Gott, die ist ja wirklich winzig. Ja, süß, ne? Sie ist ein Baby. Oh mein Gott, warte mal. Weil ich glaube, wir sind schon gleich unter Wasser. Geh mal einen Schritt zurück. Oh nein, oh Gott. Ich geh mal hoch, ich schau mal, wie es bei den anderen ausschaut. Gott, was machen wir, Easy? Oh mein Gott, bei euch ist die Hälfte schon unter Wasser. Oh Gott, die Nähe! Hilfe! Oh mein Gott, Sandy! Da müssen die rüberkommen. Ich hab Wuschel. Beeilung! Nein! Aber wie kommen wir jetzt zurück? Wir kommen doch zurück, beeil dich! Ich hab Wuschel geklaut! Oh mein Gott! Ja, warte! Oh Gott, Easy, ich weiß nicht, ob ich zurück. Ja, zu spät! Oh mein Gott, das ganze Base stürzt an. Wenn ihr Wuschel habt, wollt, müsst ihr rüber. Wir müssen hier hoch. Wir müssen kommen. Flo, schnell. Wir müssen hier hoch. In die Leiter, Leiter. Nein, ich schaff's nicht. Oh, warte, wir doch. Ducken. Oh. Alter, meine ganze Base ist rübergegangen. Okay, vielleicht ist es auch nicht so klug, Fenster zu haben in meiner Base. Oh mein Gott, Sandy, als ob du hier gestorben bist. Wie schaut's bei euch aus? Wir haben Wuschel, alles entspannt. Oh mein Gott, bei euch ist alles kaputt. Ja. Was, bei uns ist gar nichts kaputt. Dann würde ich mich mal umschauen. Also und hallo, Wuschel ist bei mir, also solltest du lieber die Daumen drücken. Okay, alles gleich drücke ich die Daumen. Also Sandy kann ich von nicht bei die Daumen drücken. Oh mein Gott. Hier wird's langsam knapp. Ja, was soll ich sagen? Ich habe eine Idee. Oh mein Gott. Okay, ist ein bisschen riskant. Ich glaube, ich bleibe lieber bei der Leiter. Ich hatte nämlich Schilder hier unten. Ich weiß aber nicht, ob da noch was sicher ist. Oh mein Gott, meine Melone infiziert sich schon. Hört ihr das? Ich erinnere euch nochmal. Also, Stufe 1 ist, dass der Druck vom Tsunami lässt Sachen einbrechen. Stufe 2 ist, ein Seeungeheuer kommt. Da ist ein Monster. Du hast das Monster sehen, siehst du das? Ja, es hat gerade meine Base gefressen. Das ist kein Monster, das ist mein neues Haustier. Das ist von der Melone gefressen, Alter. Das ist Fischi. Fischi? Melone schmeckt besser als Kanzler. Oh mein Gott. Kann ich hier irgendwie... Ich glaube, ich kann flüchten. Oh mein Gott, komm schon. Okay, Ryan, ich muss schwimmen, ich muss Muschel retten. Okay, ich gehe zu Fischi. Oh mein Gott. Ich lebe! Fischi, warum oh tust du das? Oh mein Gott, bei mir ist das! Ich schaff das, ich muss Wuschel retten! Bei mir ist ein riesiger Ball! Komm schon! Oh ja, ich hab's geschafft! Okay, ich hab Wuschel zurückgebracht! Meine Base ist ein Herz. Wait! Oh mein Gott! Ich hab Wuschel gerade so gerettet, oh mein Gott! Es tut mir leid, dass ich ihn geklaut hab! Wuschel, ich werde dich retten! Wir werden bis in den Sonnenuntergang leben! Oh mein Gott! Leute! Ich dachte, meine ganze Base wird geflutet, aber mein Untergeschoss überlebt eigentlich. Herr Ryan, wie hast du denn überlebt? Seht ihr das? Nee, ich bin da. Oh! Oh nein!
Wurschel, ich werde dich retten! Rette Wurschel, schnell! Oh mein Gott, was? Wait, warte mal, sind die alle... Oh mein Gott, ich hab's gleich gecheckt. Alles tot. Alles tot. Lol! Oh mein Gott, okay, von eurer Base ist nicht viel... Oh, da ist gar nichts über! Oh mein Gott, lass ein Like da, bis zum nächsten Mal. Shop.Kaufsitz.com, hier bin ich. Und ich hab Wurschel sogar überlebt. Leute, Shop.Kaufsitz.com, bis zum nächsten Mal, abonniert mich, schaut in die anderen vorbei oder rein. Und ciao, Leute!